Heidi ho, meine Lieben, herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Was machen wir heute? Heute machen wir ein Pesto und nicht nur normale Pesto, nämlich ein Schnittlauchpesto, mal ein bisschen was anderes. Was wir dazu brauchen, können wir uns ja mal hier angucken. Also, wir brauchen ungefähr 70 Gramm Schnittlauch, 50 Gramm Parmesan. Wir haben 30 Gramm Cashewkerne. Eigentlich benutzt man ja Pinienkerne, aber wir haben Cashews genommen, weil wir die lecker finden. Eine Prise Salz, bei der Prise sagt man als Angabe ein gestrichener Teelöffel und eine halbe Knoblauchzehe und halt Öl. Und beim Öl müssen wir dann nachher gucken, Olivenöl extra nativ ist das. Da müssen wir dann nachher darauf achten, wie viel wir ranmachen. Da müssen wir nach und nach ranmachen. Und wir nehmen einen Mörser. Warum einen Mörser? Wenn man das Ganze mit einem Mörser macht und alles quetscht, dann ist der Geschmack viel, viel intensiver, Leute, als wenn man das mit einem Pürierstab macht. Kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Ihr könntet natürlich auch gerne mit einem Pürierstab oder so machen. Schmeckt bestimmt auch super, aber mit einem Mörser wesentlich intensiver. So, und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit den Schnibbelarbeiten an und so und Käse reiben und alles. Und ich erkläre euch das nebenbei und ja, starten wir einfach mal. Juti, stellen wir uns hier mal ein bisschen zur Seite. Zack. So, gucken wir mal ein bisschen in die Mitte. Also, fangen wir an. Was wir zuerst machen müssen, ist, wir fangen an mit der halben Knoblauchzehe. Die kommt dann zuerst in den Mörser und dann kommt das Salz dazu. Hoppala. Dann kommt das Salz dazu, Leute, weil das mörsert sich ganz gut mit dem Salz. Und dann schauen wir weiter, immer Schritt für Schritt. Also machen wir hier erstmal die Knoblauchzehe. Brauchen wir bloß eine halbe. Die haut schon so ab. Nee, nicht ganz. So, Leute. Zack, zack. Die halbe Knoblauchzehe. Davon nehmen wir uns einfach jetzt die Hälfte. Die andere, die brauchen wir nachher dann nochmal. Dann einfach bloß runterschneiden, Leute. Einfach bloß so schön in kleine, feine Streifen, so wie ihr das halt hinkriegt. Ne? Dann habt ihr die. Dann könnt ihr die einfach auch schon reinheben. In den Mörser. Zack, zada. Haben wir die schon drin. Und dann nehmen wir natürlich das Salz, den einen Teelöffel. Hauen den da drüber. Und dann müssen wir anfangen mit dem Mörsern. Also Mörsern, man zerdrückt die Sachen halt und zerreibt sie dann. Und das kann natürlich alles ein bisschen dauern, Leute. Aber das geht auch so. So, müssen wir das zu so einer einigermaßen kleinen Paste zerreiben, sodass keine großen Stücke mehr drin sind, so wie hier unten. Und das riecht, ne, David? Ja, riecht. Sehr intensiv. Achso, ja, der David ist natürlich wieder hinter der Kamera, Leute. Also, den hatten wir ja auch schon, ich weiß ja nicht, was wir alle schon zusammen gedreht haben, aber auf jeden Fall eine Menge. Sehr leckere Sachen waren auf jeden Fall dabei, so. Obwohl alle lecker sind. Ja, so sieht es dann zerrieben aus, Leute. Dann kommen als nächstes die Cashewkerne dabei. Ja? Waren 30 Gramm, die wir jetzt erstmal genommen haben, so circa. Wir wollen nämlich nachher noch gucken, wie viel da überhaupt rauskommt, weil wir auch da zum ersten Mal Pesto machen, ne, David? Und dadurch wollen wir mal schauen, wie viel das überhaupt wird. Jetzt muss man die natürlich zerstoßen. Was man natürlich auch noch machen kann, man kann sie vorher anrüsten, damit sie noch ein besseres Aroma haben. Machen wir jetzt diesmal nicht in der Runde. Wir probieren uns ja nachher eh noch mal ein bisschen aus. Und da werden wir das auch mal mit Anrüsten ausprobieren oder auch mal mit ein bisschen mehr Käse oder so, damit wir da uns mal an unser eigenes Rezept, wie wir es am liebsten mögen, ein bisschen rantasten, würde ich sagen. Ja, wie ihr auch schon wieder seht, braucht auch wieder eine ganze Weile, bis ich die zermahlen kriege. Muss auch dann wieder so eine kleine Paste schon werden.
Und wenn wir das nämlich dran haben, müssen wir danach den Schnittlauch nämlich klein schneiden, Leute. Und der kommt nämlich dann da Stück für Stück ran. Und das zermahlen wir Stück für Stück, bis wir da halt ja, eine schöne Pesto-Creme raus haben. Und bei der Pesto-Creme geben wir dann ganz zum Schluss halt, also nicht ganz zum Schluss, erst den Parmesan noch mit dran und dann halt immer ein bisschen Olivenöl. Und dann könnt ihr das halt so machen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben möchtet, dann macht mehr Olivenöl ran. Wenn ihr es halt ein bisschen mehr, ja, so wie Mousse-artig oder so haben wollt, dann macht halt ein bisschen weniger ran. Und dann ist gut. So. Nicht unanstrengend. Ja, aber das sieht doch langsam nach was aus. Ja, ne? So langsam geht's. Vielleicht soll ich mal mit dem Löffel auch noch mal kurz mal so ein bisschen rausholen. Und mal kurz auflockern, weil das klebt hier vorne in der Ecke. Naja, das soll ja auch zu loose werden, glaube ich. Naja, klar. Das ist ja vollkommen recht. Wenn es klebt, dann ist das, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen. Ja, damit natürlich schön die ätherischen Öle rauskommen. Also ist egal, ob ihr jetzt Nüsse oder halt wie die bei Knoblauch oder beim Schnittlauch denn, oder wenn ihr halt das klassische macht mit Pinienkernen und dann Basilikum, dann kommen die Öle halt einfach schön raus. Ihr müsst halt auch gucken, wie fein ihr das mit den Nüssen mahlen wollt. Ne? Wenn ihr ein bisschen stückiger wollt und wollt, dass da ein paar mehr Nussstücke drin sind, der maltet halt einfach nicht ganz so fein. Also, ne? Aber wie gesagt, wir probieren uns da ja hoch aus, Freunde. So, bin eh gespannt, wie der Schnittlauchpesto dann schmeckt. Weil wir lieben ja Schnittlauch, alle Mann. Auch meine Freundin, aber keine Ahnung, wie es schmeckt. So, sind da noch ein paar Stückchen drin. Ist aber erstmal ja nicht so schlimm, weil wir zerreiben ja dennoch mehr. So, dann nehmen wir uns halt einen Schnittlauch. Also wie gesagt, ihr könnt nicht gleich alle drin feuern. Nehmt euch erstmal einen Teil. Ich würde mal sagen, ich nehme hier erstmal ein Viertel von den 70 Gramm Schnittlauch. Die hacke ich jetzt mal clean. Vorher natürlich abwaschen. Das haben wir natürlich hier im Vorfeld alle schon gemacht. Und hackt die einfach bloß mal ein bisschen runter. Ja, und bevor ich die gegriffen kriegen. Rutschen sie mir doch wieder nicht aus der Fänger. Ja. Wenn da natürlich noch ein paar Stückchen größere hierbei sind, wie Ditto oder so, ist ja auch nicht so schlimm. Das zermörsern wir ja alle Leute. Ja? Dann kloppen wir uns das jetzt da schön drin. Vielleicht auch erstmal nur ein Teil, damit der Mörser nicht wieder gleich zu voll wird. Nicht doch ganz alles. Und dann ja, geht es weiter mit dem Mörsern, Freunde. Na, warte mal. Wie gesagt, eigentlich zerdrückt man das so und sollte man auch eher vielleicht so machen. Also jeder kann ja so mörsern, wie er möchte. Aber wir probieren uns da auch noch so ein bisschen bei aus. Und nicht unbedingt die beste Jacke angezogen, merke ich. Wir rutschen die Ärmel immer schön runter. Das wird ein Weilchen dauern, glaube ich, David. Ja, ja. Ein Weilchen dauern. Aber ein bisschen Sport macht man nebenbei auch noch. Dann wird man sogar noch fit beim Essen. Ja, aber durch die letzte Mörser kriegt voll die zittrigen Pfoten, Alter. So, können wir ja erstmal einen restlichen Schnittlauch noch mit ranfeuern.
reibst du den Parmesan oder schneidest du ihn? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde ihn jetzt erstmal reiben und dann müssen wir mal gucken. Man könnte ihn vielleicht auch schneiden, aber dann wird es, ja, ne? Umso unfeiner du mit in den Mörser jetzt, umso länger musst du mörsern. Ja gut. Und Parmesan ist jetzt auch nicht der weicheste Käse. Ja gut, Parmesan ist echt, aber sehr lecker. Ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So Leute, weil das mit dem Schnittlauch jetzt hier noch ein bisschen länger dauert und wir das ja nach und nach machen müssen, machen wir da mal eine Zeitraffer draus. Ganz entspannt, David kann sich kurz entspannen, ich mach das hier und dann hören wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Leute, jetzt ist das hier eigentlich schon recht gut vermengt, wie man sieht. Zwar noch nicht ganz cremig, aber da kriegen wir noch hin. So, weil jetzt machen wir erstmal kurz weiter mit dem Käse. Der muss nämlich noch gerieben werden, der Parmesan, die 50 Gramm. Und dann kommen die da auch mit drin, die werden dann nochmal mit durchgemörsert. Und dann nehmen wir ein kleines bisschen Olivenöl erstmal mit dran und gucken uns die Konsistenz an. Und dann füllen wir den ganzen Spaß
halt noch um, ne? In schöne kleine Gläschen. Und dann haben wir das eigentlich schon. Ja, eigentlich ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, weil da ist doch eine ganze Menge Arbeit mit dem Zerreiben von den ganzen Zutaten. Aber es soll besser und intensiver schmecken. Ich bin mal gespannt. So, gucken wir mal, welche Seite wir nehmen. Wo sind die kleinste? Eigentlich die. Die hier. Und dann reiben wir das Stückchen mal schnell runter. Aua. Nicht unhart. Ah, ich freue mich schon wieder, David. Küche danach sauber machen. Oh, mm. Ja. Ist immer super. Aber die gehört halt beim Kochen mit dazu. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch so ein Typ, ich mache halt manchmal auch erst am nächsten Tag. Also ich bin da auch nicht so immer hinterher. Ich habe Katzen, die sind dann schneller. Ja, ja du musst, aber Nova, die springt ja hier nicht auf den Tisch und holt sich das Zeug runter. Ja, gut. Also ist nicht so, dass sie nicht könnte. Sie kann so hoch springen, die würde hier raufkommen, wenn sie wollen würde. Ja, so ist es ja nicht. So, jetzt haben wir den Käse gleich fertig gerieben. So ein bisschen trockenen Rand haben wir dann natürlich noch über. Aber den kann man ja auch noch mal für was anderes verwenden oder noch ein Stück, um den frisch drüber zu reiben oder so. Aber das sollten eigentlich ungefähr 50 Gramm sein. Und so. Ich nehme das Spielchen jetzt wieder mit dem Mörser weiter. Schieben wir uns den Käse jetzt mal ein bisschen rüber. Und uns den hier wieder ran. Die Ärmel wieder hoch. Und dann müssen wir da mal ein bisschen ranheben. Den Spaß halt wieder zerreiben, Freunde. So ein bisschen. Das dauert jetzt natürlich wieder eine ganze Weile. Und dann das Olivenöl extra nativ dazu. So ein bisschen erstmal. Dann gucken wir uns die Konsistenz an. Wie gesagt, so ölig wie ihr es haben wollt, so macht ihr euch das halt. Muss man sich halt mal ein bisschen ausprobieren. Und den Käse zu reiben geht auf jeden Fall doch wesentlich schneller. Immer Rinder, weil zu wenig Käse gibt's nicht. Da gebe ich dir recht. Alter, jetzt fühlt sich das ein bisschen sandig an. Ja, so im ersten Moment, wenn der Käse sich noch nicht verbunden hat. Wie Gusch schon gesagt hat, wenn er möchte, macht gerne die faule Variante und macht es einfach mit einem Mixer oder so oder einem Pürierstab. Schmeckt bestimmt auch gut und dauert bestimmt nicht so lange. Aber wir wollen das ja richtig machen. So, jetzt kratze ich das nochmal ab und gehe nochmal durch und dann gebe ich noch die letzten Fetzen ran. Und dann können wir halt ein bisschen Olivenöl drunter geben. Ich werde nochmal gut durchmörsern und dann können wir umfüllen. Boah. Das war eine grüne Pampe, ey. Ja. Unsere wird auf jeden Fall noch ein bisschen stückiger, würde ich sagen, David. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Da kann ja jeder für sich selber gucken, wie fein oder grob er mag. Ich meine, nicht jede Pesto ist wie ein Brei, ne? Ne, wird doch welche mit Stücken. Genau. So. Oh. Ich brauche einen größeren Mörser, David. Oh ja, so eine richtig große Schüssel. Oder so ein Mörser-Teller, der halt so richtig breit und länglich ist mit einem richtigen Stein. Oh, das wäre natürlich auch praktisch. Da könntest du gleich eine Riesenmenge machen. Stimmt. Patent schon angemeldet. So. Ihr seht, jetzt sieht das alles schon ein bisschen besser aus. Man sieht halt noch ein paar Stücken. Aber der Käse ist so weit drunter.
Außerdem jetzt fehlt ja das Wichtigste noch. Oder, na gut, Schnittlauch war das Wichtigste. Ja, es kommt drauf an, wer mehr auf Parmesan steht, war vielleicht Parmesan das Wichtigste. Ja gut. Oder wer auf Knoblauch steht und eine ganze Zehe für eine so eine Portion für so ein kleines Gläschen macht, der kann es halt auch schön knoblauchlastig machen. Wir schütten hier jetzt einfach erstmal so, mal sagen, waren das vielleicht 40 Milliliter drin, um das erstmal zu vermanschen. Sagen wir mal so, ja, 40 war das ungefähr. So, also, viele machen das natürlich auch so, oder man kann das so machen, sagen wir mal so viele, ist ja vielleicht ein bisschen blöd gesagt, dass die das halt nur ein bisschen Olivenöl drunter machen und das dann halt so lassen, und manche machen halt viel, viel mehr Olivenöl drunter. Da muss man halt wirklich gucken, wie man es selber mag. Ne? Aber ich will ja eigentlich ein Pesto haben und nicht Olivenöl mit Pesto drin. So, geht aber noch ein Schluck, würde ich sagen. Zacki. Ich würde vielleicht sagen, jetzt haben wir hier vielleicht so 60 Milliliter insgesamt drin. Und die Konsistenz, die sieht schon mal in Süd aus. Ich muss das mal hier abkratzen, Leute, damit ich das auch mal unten verteilen kann. Mal drunter mörsern kann. Aber die Farbe sieht auf jeden Fall schon mal braun aus, so aus dunkelgrün und einem hellgrün. Das riecht doch sehr lecker schon. So, den lege ich nämlich nochmal ordentlich durch. Und dann füllen wir den Spaß gleich ab, Freunde. Und dann ist es das schon. Dann braucht ihr euch bloß noch ein paar schöne Nudeln kochen, was ich euch empfehlen würde. Ist aber natürlich auch wieder eine Geschmackssache. Schöne Dinkel- oder Roggennudeln nehmen. Die schmecken einfach ein bisschen kräftiger. Ihr könntet halt zu Fleisch oder Fisch. Generell steht mehr auf Dinkel- oder Roggennudeln, weil die einfach mehr Geschmack nach Nudel haben, sag ich mal. Außerdem machen sie satter. Ja, das ist auch, und die sind halt wesentlich gesünder. Ne? Das ist halt nicht das scheiß Weizen. Ja. Das sagt, man könnte jetzt hier auch ewig weitermachen. Aber ich finde das eigentlich so schon mal ganz gut. Oder was meinst du, David? Na, Autofokus. Jawohl. Sieht sehr cremig aus auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, sonst macht das mit der Küchenmaschine, Leute. So, dann füllen wir den Spaß jetzt mal um, bevor ich hier noch mehr rumsaue. Und dann füllen wir das Ganze einfach mal. Achso, warte mal, dazu muss ich einen kleinen Löffel nehmen. Blau ist natürlich nicht groß genug. So, durch das Olivenöl und dem Salz und alle, Leute, hält sich das eine ganze Weile. Klar nicht so lange, wie eins, was ihr euch kocht, ist logisch. Aber es hält sich halt schon ein Weilchen. Aber theoretisch reicht halt hier so einmal, wie wir es jetzt gemacht haben, im Durchschnitt für 4 normale Portionen. Und wie gesagt, ihr könnt es ja auch noch mit Olivenöl meinetwegen noch ein bisschen dünner machen. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das Pesto gemacht habt, euch nochmal die Nudeln gemacht habt, Pesto drauf und dann nochmal extra ein bisschen Olivenöl drüber. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Wow. So, und kratzen wir hier nochmal die Reste zusammen. Und dann hat das eigentlich ungefähr genau für so ein kleines Gläschen hier euch. Wie gesagt, dann kannst du natürlich noch feiner malen und so. Oh, wir haben das jetzt eiskalt erstmal so ausprobiert. So, dann haben wir das hier im Gläschen drin. Das sieht eigentlich echt braun aus, finde ich. Nicht wundern, ich habe mir natürlich immer wieder zwischendurch die Pfoten gewaschen. Dann machen wir ein Deckelchen drauf. Und dann sind wir fertig, Leute. Das Rezept, das könnt ihr natürlich, wenn ihr eine klassische Pesto machen wollt, auch sehr, sehr gerne einfach mit Pinienkernen und Basilikum machen. Dann habt ihr halt das Klassische. Oder ihr macht es auch gerne mit getrockneten Tomaten. Oder wenn ihr Knoblauchlastig wollt, mit mehr Knoblauch. Da könnt ihr euch einfach mal ausprobieren. Wir können ja auch mal, wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommis auch gerne noch mehr verschiedene Pestos ausprobieren, noch mal ein Chili-Pesto oder sowas machen oder mal schauen, könnt ihr ja mal sagen. Ja, und sonst wünschen David und Icke euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sind hier durch, wir werden auf jeden Fall auch kosten, da werden wir euch auf jeden Fall auch dran teilhaben, aber dann auf Insta. Und ja, macht's gut, macht's besser und wir sehen uns, Leute. Also, ciao, ciao.